Oh, ich bin Doro. Ich lese aus La Aglaia Veterani das Regal der letzten Atemzüge. Das Buch ist unvollendet geblieben, weil sich Aglaia Veterani dann im Jahr 2002 im Zürichsee ertränkt hat und das Leben genommen hat. Ist also unvollendet geblieben und sie ist bekannt geworden durch das Buch Warum das Kind in die Polenta fiel und berichtet in diesem Buch vom Sterben ihrer Tante, aber auch viel, was mit ihrem Leben zu tun hat, in ihrer Verwandtschaft. Das Buch hat mich sehr berührt, weil es verstörend irgendwo ist und sehr intensiv, aber auch prägnant sich mit Leben und Tod auseinandersetzt. Zum Teil ist es auch recht komisch. Der Onkel sammelte Fernsehapparate, Kabel, Motoren, Diplome und Medikamente. Er behandelte seine ausländischen Nachbarn, seine Frau und die Verwandten. In Rumänien hielt man ihn für einen Anästhesisten. Das wurde mit einem Betäubungsspray bekräftigt, das er und die Tante auf Wunden, Kratzer, Stiche, Sonnenbrände und Ameisen sprühten. Die Tante betäubte sich damit auch die Schmerzen ihrer löchrigen Füße. Als sie krank wurde, kaufte sich der Onkel das Arzneimittelkompendium, setzte sich damit vor eine Schüssel Spaghetti und studierte es. Da müssen wir nichts machen, sagte er. Die Zehe fällt von selbst ab. Aus einem Kratzer wurde eine Wunde, dann ein Loch. Der Onkel gab der Tante Schmerzmittel. Herr Doktor, sagte sie. Er zog Untersuchungshandschuhe an, betäubte ihren Fuß, löffelte das Loch mit Instrumenten aus und steckte Salben und Gase hinein. Die Zehe wurde dunkel, dann schwarz. Gut, sagte er, das trocknet jetzt aus. Zwischen den Behandlungen des Onkels ging die Tante ins Spital. Eine Zehe war abgemacht, sagte sie nach der Operation. Jetzt bin ich ein Krüppel. Die Haut des abgeschnittenen Fußes wurde wie Teig aufeinandergelegt. In der Mitte war eine Öffnung, ein Mund. Der Fuß schrie. Schau, sagt meine Mutter. Mein Gott, schau, ich kann das nicht sehen, schau. Seit die Verwandten ausreisen durften, kamen sie mit rumänischem Weizen und mit den Stimmen der Toten im Koffer. Im Keller der Tante in der Schweiz stapelten sich der Totenvorrat und die abgelaufenen Konservendosen, die sie im Ausverkauf gekauft oder im Keller einer verstorbenen Nachbarin eingesammelt hatte. Das Verfallsdatum ist sowieso unecht, sagte sie. Außerdem ist es in der Armut selbst panierte Kacke eine Delikatesse. Die Reisen zu den Verwandten sahen wie Auswanderungen aus. Die Wohnung wurde ein Lager für Rumänien, die Möbel wuchsen ineinander, in die aufeinandergelegten Teppiche sanken die Füße wie in Schlamm. Durch Blumen, Papageien, Seehunde oder Bauchtänzerinnen hindurch. Hier bricht man sich den Verstand, sagte ich. Leg dich ins Bett, sagte die Tante, und schau dir Rumänien an. In jedem Zimmer sprach der Fernseher in einer anderen Sprache. Das Bett, die Tante, die Vasen, der gestickte Jesus, die Gäste, Kind, alle schauten sich ständig die Länder oder die Krankheiten an. Oder die Tante sagte zum Onkel, Che, deine Nichte ist zu Besuch, leg die Matratze auf den Tisch und massier ihr den Rücken. Arme Rumänen im Ausland wurden von Tante und Mutter gemieden. Zigeuner hieß es, Reiche wurden ebenfalls gemieden. Sind gekommen mit dem Finger im Arsch und jetzt halten sie sich für was Wichtiges. Und Einheimische wurden gemieden, weil sie Fremde waren. Die Verwandten wurden für ihre Besuche in der Schweiz bezahlt. Dafür durften sie die Wohnung nicht verlassen. Sie verbrachten die Zeit bei Mutter oder Tante mit Putzen, Kochen, Aufräumen und Waschen. Die Wohnungen füllten sich mit Müllsäcken aus Keller und Dachboden. Die Kleider lagen wie Berge in den Zimmern. Sie wurden gedreht, gewendet, gewaschen und genäht. A. Für die anwesenden Verwandten, B. Für die nächste Rumänienreise, C. Zurück in den Keller und auf den Dachboden. Wer von der Mutter eingeladen wurde, durfte nicht zur Tante und umgekehrt. Alle Verwandten brachten Postkarten mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt und das gleiche Buch, Mihai Eminescu, Gedichte. Ich konnte nicht Rumänisch. Ich hatte einen Koffer voller Briefe, Fotos, Gratulationen
und Arztrezepte. Ein Koffer, groß wie ein Land.